Mach den Mund auf. Ein bisschen weiter. Ja, so ist gut. So, und jetzt musst du trinken. Dann schlucken, gell? Nein, du musst es schlucken. Komm, trink noch was. Ja, so, und jetzt fest schlucken. Ja. Ich glaube, man kann auseinanderhalten. Das Einzige, was diese zwei Fakten miteinander verbindet, ist, dass Sebastian... Ja? Zweiter Stock. Ja, und das da ist dein Zimmer. Ja, ich hoffe, es passt alles und wenn nicht, ja, dann sag's. Ne? Das da ist das Bad. Das ist das Klo. Ja, und ich würde sagen, du richtest dich da drin jetzt einmal ein und dann kommst du zu mir. Danke, Herr Fischer. Du kannst Arthur zu mir sagen. Danke, Arthur. Sagen Sie, wieso schicken Sie mir einen männlichen Pfleger? Ich habe doch ausdrücklich darum gebeten, dass es eine Frau sein soll. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie nur eine Pflegerin haben. Wie lange dauert es? Eine Woche. Ist das was? Meine Frau, Martha. Ist schon lange krank? Ein Jahr. Tut mir leid. Danke, aber ist halt so. Kann man nicht ändern. Komm, hilf mir lieber, Sie in den Rollstuhl setzen. Hm? So. Na komm, hilf mir. Dann nimm die Beine. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja. Hat Schmerzen? Nein, das ist nur die Aufregung. Komm, jetzt fahren wir ein bisschen hinaus an die frische Luft. Hm? In circa einer Stunde sind wir wieder zurück. Du kannst dann in der Zwischenzeit die Gegend anschauen, wenn du willst. Ne? Okay? Okay, danke. Die sonst besonders gegenüber Trump zurückhaltende deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat auf ihrer Jahrespressekonferenz seine rassistischen Attacken auf farbige, in den USA geborene Abgeordnete der Demokraten, geht zurück in eure Heimatländer, entschieden verurteilt. Ich distanziere mich davon entschieden und fühle mich solidarisch mit den attackierten Frauen,
stellte Merkel fast schon leidenschaftlich fest. Menschen ganz unterschiedlicher Nationalität hätten zur Stärke der USA beigetragen. Trumps Äußerungen, so Merkel, würden diese Stärke konterkarieren. Ja, ja, ist gut. Fehlt mir ein bisschen Salz. Aber das ist ja heutzutage angeblich ganz was Schreckliches. Nein, nur zu viel ist schlecht. Ja. Woher kommst du? Mohac, das ist eine kleine Stadt im Süden. Grenze Serbien, Kroatien. Sehr schön, viel Geschichte. Ja, ja, ich kenne Mohac. Dort haben die Österreicher die Türken besiegt und so ist Ungarn zu einem Erbland der Habsburger geworden. Dann lernt man hier in Schule? Ja, zu meiner Zeit schon, aber heutzutage glaube ich eher nicht. Es ist schwer, in deiner Heimat Arbeit zu finden. Nein, gibt Arbeit, aber wenig Geld für Arbeit. 300 Euro pro Monat, damit es schwer ist, überleben. Und du lebst noch bei deiner Familie? Ja, mit Mutter und Schwester. Und der Papa? Er ist lange weg. Aber das ist gut so. Ah, ich verstehe. Wie alt ist deine Schwester? 13. Er geht noch in Schule. Und du bist jetzt alle 14 Tage in Österreich und pflegst unsere Alten. Ja. Das ist kein Vergnügen, ne? Mache ich schon lange so. Gewöhnt man sich dran. Siehst du, und wenn die Habsburger nicht die Schlacht bei Mohacs gewonnen hätten, dann säßest du jetzt nicht hier. Hast du eine Freundin? Nein. Bist du noch jung, wirst du noch eine finden. Enttäuschenden ersten Hälfte. Knoflach da Probleme, weil der Ball flattert. Ja, und die Empfehlungen auf Seiten der Grün-Weißen an den neuen Geschäftsführer Sport. Na, heute bei Sundern, okay. Schon kommen wir klar. Wir sind am Jahr. Nein, aber mit denen ist ja der Lokasch. 70-es évek, valamilyen tapéta virágokkal, minden zöld és szürke. Du nimmst wieder die Beine? Nein. Besser, ich mache alleine. Das schaffst du nicht. Doch. Ich zeige. Etwas Fröhlicheres. Musik.
ist es ja, das ist schön. Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Besser? Ja, viel besser. Schön. Ja, Entschuldigung, dass ich einfach genommen habe. Red kein Blödsinn, dafür ist sie ja da. Ist deine? Ja, aber ich habe sie schon lange nicht mehr angerührt. Du bist ein wirklich guter Sänger. Ja, ich war auch einmal jung. Ich habe Verrücktheiten gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, interessant. Und welche? Nein. Ich möchte dich ja nicht verderben. Bitte, jetzt möchte ich hören. Nein, ein andermal. Außerdem sollst du ja ein bisschen Respekt vor mir bewahren. Du rauchst? Nicht mehr. Magst du auch eine? Nein, danke, rauche nicht. Hab noch nie. Sehr gescheit. Vermisst ein Leben mit deiner Frau? Ja, schon. Wie lange seid ihr zusammen? Seit unserer Kindheit. Sie war meine Nachbarin. Nie getrennt? Nie. Haben Kinder? Nein. Welchen Beruf haben gehabt? Wir haben ein Geschäft gehabt. Wir haben Lederwaren verkauft. Viele Geld? Das hat gereicht. Warum dann keine Kinder? Das ist nicht für jeden. Möchtest du Kinder haben? Ja. Vielleicht. Weiß noch nicht. Aber hab noch Zeit. Wovon träumst du sonst in deinem Leben? Was meinst du? Naja, wie du dir dein Leben so vorstellst, was hast du für Ziele? Wie willst du leben? Ich weiß nicht. Du musst doch wissen, was du von deinem Leben willst. Wie willst du sonst was erreichen? Ich möchte bei Familie sein. Und Freunde.
zu Hause. Das kann ich verstehen. Geht dir nicht gut? Nein, ist schon in Ordnung. Der Rücken spinnt nur manchmal. Ja, ist nicht gut auf Couch schlafen. Schlecht für Rücken. Ja, da hast du wahrscheinlich recht, aber die Schmerzen habe ich auch schon vorher gehabt. Man soll halt nicht alt werden. Ich kann versuchen helfen. Wie denn? Hast du eine neue Wirbelsäule für mich? Du legst dich mit Bauch auf Couch, ich probiere. Hm? Bin ja mal neugierig. Ja. Gut. Gut? Sehr gut. Fertig. Hoffe, ist besser jetzt. Viel besser. Dann wünsche ich gute Nacht. Gute Nacht, Fabio. Vorhin so geschrien. Da kann ich dir irgendwie helfen? Nein, glaube nicht. Du magst mir nicht sagen, was passiert ist. Bringt nichts. Komm jetzt, setz dich her und erzähl mir, was dich so wütend macht. Na komm. Also.
Mama ist krank. Geht sehr schlecht. Es tut mir leid. Ist sie im Krankenhaus? Ja, aber ein schlechter. Ärzte nicht alle gut, wo ich herkomme. Nur für reiche Leute gibt's gute Ärzte. Mama schon ein paar Mal ist operiert, aber schlecht hat nicht geholfen. Jetzt immer noch ist krank. Und wo sind gute Ärzte, die deiner Mama helfen könnten? Onkel sagt, in Budapest gibt's privates Spital, das ist gut. Aber unmöglich bezahlen. Ich werde mir etwas einfallen lassen, wie wir deiner Mama helfen können. Okay? Wirklich? Wirklich. Danke. Und jetzt geh schlafen. Schick. Geht dir gut, Arthur? Ich kann dir das Geld geben, das deine Mama braucht. Und noch mehr. Was bedeutet das? Dass deine Mama in ein ordentliches Spital kommt und du bei ihr bleiben kannst. Ist das so mit deinem Freund? Kannst du mich küssen? Dann gebe ich dir das Geld.
Entschuldige. So ist. Geh jetzt bitte nach Hause, Fabio. Ich kann nicht mehr. Tschüss, Arthur.